Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Ich bin in die Burg. Klassiker. Welcome to Nova. Okay, Schwein am Start. Wir haben. Ja, das ist keine große Wohnung. Wobei ich habe auch nur 60, also. Naja. Konzentrieren wir uns aufs Game. Die beiden nehme ich. Ja, die sind alle gut, ne? Jetzt werden wir schon so nehmen, wie es ist. Wir machen das gleich einfach nochmal. Und bauen hier mit einer Blume auf. Triple Gargoyle. Geht los. Okay, anscheinend kein Fiesta. Wenn er auch den Goblin-Kopter dazu gepackt hat. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Wir machen Auto mal mit an. Here for a bottle of rum. Biene. So. Das langt. Zucker und Zucker leisten. Crawl. Hier ist der Walk. Ja, und bei manchen Einheiten, so wie den Walk, müsste ich einfach mal öfter spielen. Gerade auch das Schwein, das nehme ich jetzt immer ein bisschen häufiger, damit ich weiß, wie ich damit besser umgehen kann. Sowohl als Verteidiger, als auch wenn ich auf Schweine schicken muss. Brauchen wir erstmal ein paar Bienen hin. Drei Goblin-Kopter und zwei Katzen. Ist schon ein Stack drin, hier auch. Na, du hältst so gut für Fiesta. Kann eigentlich auch locker gehen. Kleine Bienenarmee. Ich baue jetzt nicht noch eine. Sollte erstmal reichen. Double Robo. Okay, jetzt bin ich mir so sicher, ob das reicht.
Oh. Knappe Geschichte. Ärgerlich. Das habe ich jetzt natürlich nicht mit eingeplant. Ja, Tarpien mit drin. Ja, warte mal, weiter ging auf. Mach erstmal entspannt. Hat er sogar nochmal ein Robo geschickt, um meine Blume zu nerven. Diesmal klappt das aber nicht so. Der eine Robo, hey. Okay. Care for a bottle of rum. Da müssen wir anscheinend doch noch mal ein paar Bienen bauen. Damit wir hier durchkommen. Wieder ein Robo schicken wahrscheinlich. Ja. Aber mir fehlt noch so ein bisschen der Damage. Ach du Kacke. Ja, das wird schon. Noch ist nichts verloren. Können wir noch ein Comeback starten. Stellen wir ein bisschen weiter drüben hin, damit er nicht allzu viel abkriegt. Warum schickt er jetzt nichts? Jetzt wäre ich theoretisch auch schwach gewesen auf der Wave. Jetzt werde ich nicht so einen Dachs bauen und dann sieht das wieder ganz anders aus. Ich nehme mal den Walker mit. Weiter ein bisschen aufbauen. Jetzt habe ich den Dachs stehen, jetzt sieht das schon wieder viel, viel besser aus. Jetzt kann ich einen von meinen Skeletten aufwerten.
Können auch ein Schwein bauen. Gut, dann mache ich halt ein Upgrade. Ich hätte sonst jetzt ein Schwein gebaut. Das wäre auch nicht verkehrt gewesen. Gucken wir mal hier drüben. Er hat halt viel Stichschaden. Aber wir könnten auf 11 mal probieren. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt tun wir erstmal richtig locker. Ja. Elf hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Ja, die konnte ich jetzt nicht mehr abwehren, aber deshalb so wild. Ich habe die ganze dicke Send gehalten und kann jetzt hier nochmal den guten Elite-Archer hinstellen für Welle 10. Okay, er hat Jünger mit Atom, Metzger mit Berserker. Und ja, der Rest eben. Ach, viel Walks. Könnten dunkles Ritual nehmen, weil unser King Elo ist. Da macht es nicht so viel aus. Ja, schau auch mal mit rein. Ein bisschen Magic Damage ist nicht schlecht. Ja, was soll's. Noch mehr rein. Schwein dazu. Jetzt können wir ja auch mal so eine Blume auf, so eine Biene aufwerten. Guck mal, was rausgeht. Im besten Fall noch ein Dino. Ich glaube ja. Hat ein Wanderer. Berserker war schnell down. Das ist gut. Ich komme auch durch. Jetzt können wir uns vorbereiten für die nächste Wave. Ich werde meine Elite Archer aufwerten. Das gibt auch ganz schön auf die Fresse. Holy shit. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich viele Tanks habe und das ist so mein Main-Schaden. Schwein macht natürlich gut Schaden und das hier auch. Aber die Elite-Archers, die Treiberbogenschützen, das ist schon wichtig. Alles voll. Machen wir. Muss Stich mit reinschicken. Boom. Schwein am Start.
Aber wir rollen mal. Nimbus nehme ich mit. Das raus. Blumen habe ich genug. Fürst des Todes ist geil. Habe ich auch gerade. Harpien, weiß ich nicht. Harpien. Nehmen wir Harpien. Nee. Stichern habe ich genug, nehme ich mir den Tank noch mit. Wir werden jetzt die beiden aufwerten. Wobei. Machen wir lieber so, da haben wir Nimbus stehen. Nimbus ist schon stark. Und er macht Aufprallschaden. Ich überlege noch. Den werfen wir auf. Noch ein Archer hin. Viel magischen Schaden aber nicht. Brauch Stich. Machen wir Dinos mit rein. Ja, so viel Mühe habe ich jetzt nicht gehabt. Ja, der DAX aufgewertet war ein guter Plan. Die Leader hat schon mal auch gute Arbeit. Den muss Laser ordentlich. So will ich das sehen. Sehr schön. Alles geblockt. Da kam ein paar Würste durch. Ja, aber es war keine gute Wave für meinen. So, jetzt geht's los. Fürst des Todes. Ich werde nicht ganz vorne hinsetzen, weil ich möchte, dass der DAX tankt. Hm. 19 wär gut für mich, aber das dauert noch, bis wir da hinkommen. Ja, 17 oder 18 hätte ich jetzt auch gesagt. So, wir werden jetzt den aufwerten und für nächste Runde werten wir den schon auf. Dann bin ich erstmal gut bedient. Für 17 haben wir dann ordentlich Power. Da werde ich dann diesen Bären mal holen. Mal gucken, was der so kann. Ja, ich hätte jetzt nicht geschickt. Also auf mich so.
Oh geil, der Förster ist tot, es hat doch übelst geblockt. Jetzt können wir uns hier schön Blocker leisten. Die ganzen Klone, ey, hey. Ja, 19 ist richtig stark für mich. Schwein-Upgrade. Ende. Boah, jetzt nicht noch ein Worker. Ich muss ein bisschen auf die Verteidigung achten. Auch wenn die jetzt geschickt haben. Muss man trotzdem aufpassen, weil wir wollen Long Save auf bis zu 19 machen. So, dann geht man nichts aus. Einkommen ist klein. So ein bisschen hier die upgraden. Ja, können wir machen. Der ist schon mega down. Meiner 370. Wir könnten eigentlich jetzt schon gehen. King Upgrades gemacht. Ja, okay, wir haben gar keine Gefahr. Alles in King Upgrades gesteckt. Ich schicke trotzdem den Bären rein. Ich will sehen, was der kann. Wir müssen eine Biene aufwerten. Der dreifache Fürst des Todes. Aber der bevor zu, das war so geil, wie die alle nur auf ihn gegangen sind und hier links und rechts konnte schießen. Das war krass. Dann werden so abkacken nächste Runde. Werden das machen. Wir schicken den Bären rein. So, davon haben wir auf jeden Fall gut Verteidigung. Vier Stich, ne? Könnten trotzdem den Zentaur mitnehmen. Den nehmen wir trotzdem mal mit. Blut rein. So, jetzt brauchen wir mehr Stich, das heißt, den upgraden. Hier nochmal rein. Und eine Biene. Kanonenschützin. Machen wir noch eine rein. Ansonsten zwei Robos. Das ist der Plan. Und dann gucken wir mal rüber. Das ist der Bär. Tot. Er hat noch den hier rausgekriegt. So funktioniert er also. Ausgelöscht. Victory. Ja, da konnte man wirklich lange sammeln. Das war unabwendbar, dass wir das gewinnen. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.